Festzockers Füllhorn. Mann, das Intro ist immer noch so geil. Also, lange bevor der Begriff Casual Gamer geprägt wurde und so ziemlich jeder bei sich zu Hause eine Wii stehen hatte, an der er sich abends auch so richtig schön austoben konnte, gab es schon ein Videospielgenre, das man locker spielen konnte, wo man viel Zeit investieren konnte, aber ohne seine Nerven zu stark zu beanspruchen. Es war wenig actionreich, wenig aufregend und erforderte sehr viel Denkvermögen und Geduld. Dieses Genre war die Wirtschaftssimulation. Wirtschaftssimulation gibt es heute nicht mehr so viel wie früher, gerade Anfang der 90er sind Wirtschaftssimulationen zu jedem erdenklichen Thema aus dem Boden gesprießt. Wollen wir doch mal schauen, was da so dabei war. Ports of Call vom deutschen Entwickler Aegis Entertainment wurde zunächst für den Amiga erstellt. Hier sehen wir die etwas abgespeckte MS-DOS-Version. In diesem Spiel führt man als Spieler eine Reederei, kauft Schiffe, belädt diese Schiffe, schifft die Güter einmal rund um die Welt und macht damit riesigen Reibach. Interessant an diesem Spiel ist hauptsächlich das gute Interface, das sehr übersichtlich und logisch aufgebaut ist. Zum Aus- und Einlaufen der Schiffe kann der Spieler entscheiden, ob er sich eines Lotsen behelfen oder das Schiff lieber selbst steuern will. Achtung, was Sie jetzt sehen, ist in Echtzeit. Nichtsdestotrotz, Ports of Call ist ein unterhaltsames Spiel, das zumindest für ein paar Stunden für schönes, maritimes Entertainment sorgt. Für grafikversessene Spieler gibt es inzwischen auch schon eine moderne Version aus dem Jahr 2008 mit netter 3D-Grafik. Wer es vielleicht auch mal etwas ruhiger mag und sich auch mal über längere Zeit mit dem Thema beschäftigen kann, für den ist Ports of Call vielleicht ein guter Geheimtipp. SimCity ist definitiv kein Geheimtipp. Als Bürgermeister, Großindustrieller, Lobbyist, Staat und Gott in einem, baut man eine Stadt und führt sie zu glänzendem Wohlstand. Dabei stellt man die Infrastruktur sicher, erhält das Steuergleichgewicht und betet, dass nicht auf einmal Godzilla angerannt kommt. Der erste Teil steuert sich noch sehr träge. Dass die zahlreichen Nachfolger sehr viel mehr bieten und dadurch auch mehr Spaß machen, versteht sich ja von selbst. Trotzdem muss man anerkennen, dass die Spielmechanik schon erstaunlich komplex ist und man als Spieler sehr viele Möglichkeiten hat. Der Schwierigkeitsgrad ist angemessen und lässt sich zur Not auch anpassen, wenn die Stadt schon von der fünften Sintflut überrollt wurde. Mit SimCity hat Maxis ein Stück Videospielgeschichte geschrieben, was meiner Meinung nach vollkommen zu Recht in große Serie gegangen ist. Wäre Winzer in Serie gegangen, wäre das wohl ein Verstoß gegen die Genfer Konvention gewesen. In Winzer spielt man den Eigentümer eines Weingutes. Man pflanzt Wein, man keltert Wein, man verkauft ihn. Purer Nervenkitzel. Und noch heute frage ich mich, wie sind die Macher auf die Idee gekommen, dass dieses Spiel gut sein könnte? Okay, Herrschaften, wir haben schon lange kein neues Spiel mehr rausgebracht. Irgendwelche Ideen? Naja, im Moment sind Wirtschaftssimulationen hoch im Kurs. Wir könnten mal eine Wirtschaftssimulation machen. Okay, zu welchem Thema? Wie wär's denn mit irgendwas im Mittelalter? Ja, oder so Kriegsszenario. Oder was mit Startups? Oder ein Science-Fiction-Setting. Ja, oder ein Science-Fiction-Setting. Chef, was denken Sie? Ich brauch mehr Wein. Auch handwerklich ist das Spiel auf dem Niveau der frühen 80er, als jeder Besitzer eines Heim-PCs ein textbasiertes Spiel entwickeln musste. Die Grafiken reißen es wirklich nicht aus. Für alle Freunde des roten Tröpfchens, statt Winzer zu spielen, trinkt lieber einen ordentlichen Trollinger. Und alle Freunde von Aliens und Schnecken, spielt lieber Traders anstatt Schnecken zu fressen. Traders ist eine Amiga- und MS-DOS-Adaption des Strategieklassikers Mule. Mule gilt heute noch als wegweisendes Spiel im Genre. Wie schon in der berühmten Vorlage spielt man auch in Traders eines von vier Aliens, welches in einer fremden Welt bestehen muss. Dabei gilt es, die Rohstoffe Wasser, Blumen, Parfüm und Schnecken zu fördern und damit Handel zu treiben. Im erweiterten Gameplay lassen sich die Gegner mittels Roboterkampf ihrer Rohstoffe berauben oder man spielt in der Lotterie mit. Hauptsache, man hat genügend Schnecken, wenn Fat Mike sein Tribut verlangt. Traders ist einer meiner Favoriten im Genre. Er spielt sich flüssig, hat eine schöne Soundkulisse und bietet dem Spieler viele Gestaltungsmöglichkeiten. Der Schwierigkeitsgrad ist angemessen und wem es dann doch zu viel wird, der kann sich sehr granular einstellen, welche Spielelemente denn erwünscht sind und welche nicht.
Große Kritikpunkt ist aber das Spieltempo. Gerade wenn man nicht handeln will, muss man sich trotzdem jede Runde mehrere Minuten lang durch das Handelsmenü kämpfen. Auf Dauer ist das schon lästig. Trotzdem ein schönes, sehr gut konzipiertes Spiel, das locker mit seiner berühmten Vorlage mithalten kann. Und zum Abschluss kommt ein Kracher. Seht euch diesen geilen Weltraumshooter an. Starke Waffen, starke Gegner, Kick-Ass, geile Scheiße. Das ist keine Wirtschaftssimulation, sagt ihr. Oh, okay, es ist Bing. Freude hoch 10. In Bing managt man ein Krankenhaus voller dummer Ärzte, nackter Krankenschwester und dämlicher Patienten. Der vorpubertäre Humor und die Grafik im Stile deutscher Comics der späten 80er sind aber nicht mal das große Problem. Im Gegenteil, die Gags sind okay und auf jedem Bildschirm finden sich zahlreiche Details. Das Problem ist die Übersicht. Auf jedem Bildschirm verstecken sich nämlich neben schönen Details auch zahlreiche Funktionen, die man zwingend bräuchte und die man erst nach stundenlanger Suche gefunden hat. Zugegeben, man bekommt eine Einführung, wenn man das will, und man wird auch ein wenig geführt. Allerdings macht es das Spiel nicht beherrschbarer. Und ganz unabhängig davon frage ich mich, wie kommt man auf so eine Idee? Chef. Irgendwas mit einer lasziven Krankenschwester vielleicht? Bing empfinde ich inzwischen als unspielbar. Und auch dieses Mal habe ich wieder gemerkt, dass das Spiel zu Recht im Sumpf der Genregeschichte versickert ist. Bing ist bestimmt super auszuhalten, wenn man einen fetten Zacken in der Krone hat. Und dann wird man kaum noch in der Lage sein, dieses super komplizierte Spiel zu spielen. So, jetzt habt ihr gesehen, wie man eine Wirtschaft simuliert. Aber waren doch ein paar erfreulichere Beispiele aus einem wenig erfreulichen Genre. Ich jedenfalls bin mit Wirtschaftssimulationen nie so 100% warm geworden. Ich habe lieber irgendwelche stumpfen Action-Ballerspiele gespielt. Und nächstes Mal gibt's auch wieder schöne Action-Spiele. Tschüss.